Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3. Heute mal mit einer kleinen, mit einer etwas kleineren Session, sage ich mal. Denn ich habe nicht so viel Zeit, aber ich brauche mal wieder ein paar Folgen. Deswegen mal schauen, wie viel wir heute schaffen. Ich weiß gar nicht, ob wir heute uns überhaupt dem Hauptquest widmen werden. Wahrscheinlicherweise nicht. Beim letzten Mal haben wir ja relativ viel gemacht, was das Hauptquest angeht. Wir haben es geschafft, am Ende sogar die Genophage zu heilen. Und damit haben wir das Bündnis zwischen Kroganern und Turianern besiegelt, was schon sehr, sehr, sehr viel wert ist im Kampf gegen die Reaper. Also wir hatten es ja auch gesehen im Kampfinformationszentrum, wie viel das ausgemacht hat dann schon bei der Bereitschaft der Galaxie. Und ich glaube, wir machen mal kurz nach Dranek, denn ich glaube, in Dranek gibt es etwas für uns. Ich würde denken, dort müssen wir irgendwas finden oder einsammeln. Ich weiß leider nicht mehr was. Ich habe etwas gefunden. Ah. Sehr gut. Das war doch schon mal ein Volltreffer. Kannst du mal... flieg doch mal bitte zu dem Planeten hin. Dankeschön. Das war ja mal ein richtiger Volltreffer. Gleich beide, ich nehme mal an, es gibt hier bloß zwei, erwischt mit einem Scan. Das ist ordentlich. So, was haben wir denn da? Killer-Trupp des Shadow Broker. Genau, das war das, was Balavon uns gegeben hatte. Der Auftrag. Wunderbar. Schon die nächsten Einheiten für unseren Kampf gegen die Reaper. So, und damit haben wir das Dranek-System dann auch mit einem einzigen Scan abgeschlossen. Wunderbar. Na gut, der Vollständigkeit halber können wir auch mal kurz nach Nirf rüber machen. Dort scheint es ja nur eins zu geben, was wir finden können. Ist ja ein interessantes System. Signal bestätigt. Oh, Treffer. Ernsthaft für Treibstoff? Ach nee. Naja gut, was soll's. Nur der Vollständigkeit halber, damit ist die kroganische DMZ dann auch vollständig. Wunderbar. Nur, dass wir dann nicht irgendwann anfangen, uns zu fragen, was könnte denn dort noch gewesen sein. Damit wäre das jetzt auch geklärt und wir haben eigentlich keinen Anlass mehr, dann hierhin zurückzukehren, nehme ich mal so an. Also es sei denn, es ergibt sich noch irgendwas in einem Nebenauftrag. Aber in dem Falle würde wahrscheinlicherweise ein neues System dazu kommen. So, was haben wir denn jetzt noch? Das ist die Citadel, zu der wollte ich ja eigentlich. Cerberus Jägerbasis. Cerberus Entführungen. Mann, Mann, Mann. Vermissten Kundschaftern nachgehen. Was war das? Ach, siehst du mal, das haben wir ja auch noch. Das ist ja die Kroganer-Mission. Das war das, was Rex uns gegeben hatte. Das sollten wir vielleicht mal angehen. Na gut, gibt's doch noch ein bisschen Hauptmissionen. Schauen wir es uns an. So, Maskim Xul. Gibt's denn hier irgendwas für uns? Scheinbar nicht, ne? Sonst würde wahrscheinlich 0% da stehen. Nee, aber Reaper gibt's für uns. Okay, dann gehen wir einfach mal, würde ich sagen. So, machen wir einfach mal zu Mulak Xul runter. Ist auch ein interessantes System. So, auf Utuku haben wir die vermissten Kundschafter. Kommen hier denn auch Reaper hin? Nein, aber hier gibt's auch nichts für uns. Nee. Okay, dann gibt es in dem System also nichts für uns zu erkunden. Aber wir machen uns auf den Weg nach Utuku. Zur Erinnerung, was das für ein Quest ist. Rex hat uns das gegeben und er hatte seine stärkste Truppe losgeschickt, seinen stärksten Trupp. Und die sollten dem Verschwinden einer anderen kroganischen Einheit nachgehen, eine Speereinheit. Und es wurde vermutet, dass da irgendwie die Rachni mit drin stecken. Schauen wir mal, was dahinter steckt. Gut, wen nehme ich mit, ist die Frage. Nicht Idi auf jeden Fall. Ich glaube, ich nehme mal Liara und Javik mit. Denn ich glaube, mit Tech-Kenntnissen kommen wir diesmal nicht weiter. Ich glaube, Liara und Javik ist eine ganz gute Kombination. Sehr biotiklastig diesmal, aber naja, was soll's. Gut, und dann schauen wir mal bei den Waffen. Denn ich glaube, mich erinnern zu können, dass ich beim letzten Mal eins meiner Sturmgewehre... Ach, das habe ich schon drin, die Faceton. Genau, das hatte ich ja ein bisschen aufgewertet, um es mir dann mal mit nutzbar machen zu können. So, was haben wir denn hier eigentlich noch für eins? Die Tempest. Ach, die war so schwer, ne? Ja gut, aber wenn ich die mal ein bisschen so ein bisschen auf Stufe 5 bringe, ne, dann... vielleicht noch hier die Ultraleichtmaterialien reinmacht, dann sieht es vielleicht gar nicht mehr so schlimm aus. Kühlkörper brauchen wir nicht. Präzision, Kraft, ja, Kraftschaden, genau. So, da sind wir nämlich auch schon bei 200%. Siehst du mal.
Jetzt muss ich bloß mal kurz schauen. Achso, haben wir ja hier drin mit zum Vergleich. Kapazität ist egal. Feuergeschwindigkeit ist niedriger. Schaden ist gleich. Präzision ist höher. Nee, ich glaube, dann bleibe ich erstmal bei der Shuriken. Wenn ich die Tempest mal verstärkt habe, dann lohnt sich das vielleicht. Gut. Was haben wir bei dir? Das Partikelgewehr, das ist in Ordnung. Hier hast du die Predator, okay. Und du hast die Predator und... Ach, ist eigentlich egal. Komm. Passt schon. So, Punkte sind viel wichtiger hier ausgeben. So, beim Ziehen wollte ich auf den Multizug gehen. Da kann ich mich noch dran erinnern, dass ich das schon mal machen wollte und damals die Punkte gefehlt hatten. Die Begründung ganz einfach, weil die Typen mit den Schilden immer im Doppelpack ankommen oder sehr oft im Doppelpack ankommen. So, ansonsten können wir mal die Brandmuni noch ein bisschen verstärken. Jetzt ist es halt wirklich bloß noch... Ja, also eigentlich ist es jetzt unnötig, noch irgendwo drauf zu gehen. Die anderen Sachen benutze ich eh nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gehen wir halt mal auf die Brandmuni. Das ist vielleicht noch das Nützlichste davon, falls wir mal gegen Typen mit extrem starken Schilden kämpfen. So, Gesundheits- und Panzerungsschadensbonus oder Effektivität? Nö, hier. Ach, ich... Da ist es mal wieder so weit, dass ich keine Punkte mehr habe. Okay. Liara, bei dir, ich bräuchte einen mehr, um da drauf zu gehen. Javik, auch einer mehr, um auf die alte Rachsucht zu gehen. Okay, dann können wir loslegen. Schauen wir uns an, was die Rachni denn hier verbrochen haben sollen. Hat sich die Lage irgendwie geändert, Commander? Unsere Verstärkung wartet am Zielpunkt auf uns. Kompanie Aralak, kroganische Eliteeinheit. Korrekt, Shepard. Das ist eine sehr erfahrene Truppe. Eine Aktion zur Rettung einer Kolonie vor batarianischen Piraten hat sie berühmt gemacht. Hört sich gut an. Jedenfalls hat man nichts mehr von einem Team kroganischer Kundschafter gehört, seit sie durch das Rachni-Portal gingen. Ihre Berichte von Tuchanka bestätigen, dass die Rachni zurück sind und einen Plan verfolgen. Verständlich. In meinem Zyklus wurden Rachni als lebende Waffen eingesetzt. Als Waffen? Sie waren damals nur Tiere, ohne Technologie. Gewalttätig, aber nützlich. Als sie zum Problem wurden, mussten wir 200 Welpen verbrennen, um sie zu stoppen. Und nett. Wir mussten nicht gegen die ganze Armee der Rachni antreten. Es sollte nicht mal Gerüchte geben. Sie haben die letzte Rachni-Königin nur unter der Bedingung gehen lassen, dass sie für immer verschwindet. Sie wollte unbedingt ihre Spezies retten. Rechnen Sie einfach mit allem. Das ist halt die Frage. Hat sie uns verraten? Ja, das Shuttle ist eingetroffen. Bewegung, Team 2. Wer was entdeckt, macht Meldung. Hey, Grunt. Schön, dich wiederzusehen. Grunt? Shepard? Was machen Sie denn hier? Das Gleiche könnte ich Sie auch fragen. Haben diese Trottel Sie nicht eingesperrt? Doch, man wollte die Batarianer von mir fernhalten. Es sollte während der Kriegsvorbereitungen keine Probleme mit dem Rat geben. Die Lage hat sich geändert. Ja, Sie haben wichtigere Probleme, das stimmt. Deshalb befehlige ich hier draußen die Kompanie Aralak. Sie sind hart, halten sich für unbesiegbar, rücksichtslos, aber effektiv. Ja, Grunt hat was aus sich gemacht und damit haben wir ein weiteres Crewmitglied, das wir wieder treffen. Ja, er führt jetzt die stärkste Kompanie der Kroganer an. Das heißt, der ist schon ein gemachter Mann sozusagen, ne? Der scheint unter Rex gut gediehen zu sein, sag ich mal. Das klingt vertraut, Grunt. Wie haben Sie es vom Neuling ohne Erfahrung zum eigenen Kommando gebracht? War nicht einfach. Rex brauchte für die Kompanie Aralak einen Anführer, der die Zukunft unserer Spezies repräsentiert. Dank Ihnen habe ich meinen Initiationsritus auf Tuchanka abgelegt und wurde Teil des Erdnut-Clans. Ich war gleichberechtigt. Als Stärkster wurde ich ausgewählt, diese ehrenvolle Kompanie anzuführen. Es gefiel sicher nicht allen, dass eine Tankzüchtung das Kommando bekommt. Ich habe mir meinen Platz mit Namen verdient. Diese Kroganer respektieren mich. Und seinen Initiationsritus hat er auf schon legendäre Art abgeschlossen, nämlich indem er einen Dreschschlund getötet hat. Beziehungsweise wir haben natürlich den Dreschschlund eigentlich getötet, aber davor hat es nur Rex geschafft. Dementsprechend hat er sich's schon verdient. Sie waren eine Nervensäge, aber wenn Ihre Kroganer nur halb so gut sind wie Sie, schaffen wir es auch hier raus. Ha, gut, dass Sie da sind und beim Schädelspalten helfen, Shepard. Schwer zu glauben, dass das Rachni sein sollen. Das ist doch verrückt. Rachni. Eine Chance, dem alten Feind zu begegnen?
unwiderstehlich. Ja, sie sind es. Der Kroganer, der in meinem Quartier auf der Normandy gewohnt hat. Sie haben Spuren hinterlassen. Was? Wer ist das, Shepard? Sie sollten sich nicht so sehr auf die Rachni freuen. Sie waren beachtliche Gegner, selbst für mein Volk. Fragen Sie mich das später. Wie Sie meinen. Wir haben Rachni gesehen, Grunt. Die Reaper haben sie erwischt. Vielleicht haben die Rachni damit ja nichts zu tun. Wir müssen den Verbleib der Kundschafter aufklären. Also ich habe keine Anzeichen von Aktivität gesehen. Zugegeben, aber dieser Ort stinkt wie eine eitrige Wunde. Laut unseren Scans laufen die Tunnel an einem zentralen Punkt zusammen. Mit etwas Glück ist es ein Nest. Ein Nest wäre von Vorteil. Wir könnten die Sache hier beenden. Kompanie Aralak, Abmarsch! Nehmen Sie sich, was Sie brauchen. Wir treffen uns im Kundschafterlager. Klingt gut. Nehmen Sie, was Sie brauchen und rücken Sie ab. Ja, scheint, als ob auch Grunt seinen Platz gefunden hat. Denn er wirkt irgendwie viel ausgeglichener, als das früher der Fall war, habe ich so das Gefühl. Ich meine, im zweiten Teil war er noch sehr auf der Suche nach irgendeiner Bestimmung und wirkte auch sehr unausgeglichen. Oh, was haben wir denn hier? Das ist eine schwere Waffe bestimmt, oder? Bestimmt. Schwere Waffe oder Schrotflinte, jedenfalls uninteressant für mich. Ich glaube eine Schrotflinte, so wie das Ding aussieht. Gut. Und dann würde ich sagen, hier drüben gibt es nichts mehr sonst, ne? Hier in der Ecke? Nö. Okay, dann können wir loslegen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Natürlich, eigentlich ist die Frage, hat die Rachni-Königin uns verraten? Sie sollte es nicht getan haben, denn sie hat uns hoch und heilig versprochen, nicht mehr aggressiv aufzutreten. Ihr Basislager wurde dezimiert. Die Kroganer sind zu selbstbewusst. Das ist ihre Schwäche. Das war schon immer ihre Schwäche. Die halten sich schon immer für unverwundbar. So, ich schaue mich erstmal kurz hier drinnen um. Hier gibt's doch bestimmt noch was. Eine Waffenmodstation, okay. MP Großkaliberlauf. Klingt auch nett, aber ja, jetzt nicht so unbedingt, was ich jetzt brauche. Gut, und dann schauen wir mal. Wir sind direkt hinter Ihnen. Ich wollte gerade sagen, dann schauen wir mal hier drüben bei Grunt vorbei. Aber wir können noch mit ihm reden. Wunderbar. Bereit zum Aufbruch? Moment, Moment. Erst noch ein bisschen Pläuschen halten hier. Pläuschen, auch ein tolles Wort. Wie war's nach dem Sieg über die Kollektoren? Ich habe die meiste Zeit auf Tuchanka verbracht und gelernt, was es heißt, ein Kroganer zu sein. In dem Labor, aus dem ich komme, bestanden die Lektionen darin, mit Übungswaffen zu kämpfen. Das hatte keinen Biss, kein Gewicht. Ich brauchte Blut und Schmerz. Ich machte Fehler und lernte daraus. Noch was über dieses Unternehmen? Aralak bedeutet Auge des Zorns. Wir sind benannt nach der brennenden Sonne von Tuchanka. Rex hat uns aus verschiedenen Clans ausgewählt, um zu zeigen, dass wir vereint sind. Wir wurden geschickt, weil wir die Stärksten sind. Hat Warlord Okir Ihnen bei der Erschaffung etwas über die Rachni implementiert? Okir hat dafür gesorgt, dass ich von den Rachni wusste. Sie werden als Feind respektiert. Alle dachten, sie wären tot, von den Kroganern besiegt. Sie haben bewiesen, dass das nicht stimmt. Wenn sie hier sind, befiehlt mein Blut ihren Tod. Was ist mit dem Spätdruck geschehen? Sieht aus, als hätte etwas das halbe Lager durch ein Loch nach unten gezogen. Ihr Shuttle muss es auch erwischt haben. Sie saßen hier fest. Ist auch egal, wir sind hier, um die Rachni zu finden und auszuräuchern. Also gut, gehen wir! Endlich, bin hinter Ihnen, Shepard! Gut, damit geht's los. Eigentlich ist Grunt damit auch, wenn Rex jemals abtreten sollte, der perfekte Nachfolger, denn mit der Führung einer Kompanie, der stärksten Kompanie wohlgemerkt, von vollkommen gemischten Leuten, also die stärksten Krieger aller Clans sozusagen, wenn er das schafft, wenn er die wirklich unter seinen Fittichen halten kann, ist er eigentlich der perfekte Nachfolger. So, los geht's. Ordnung. Shepard! Noch in einem Stück! Sieht aus, als wären wir alle okay. Halten Sie Funkkontakt! Sind unterwegs! Das hätte besser laufen können.
Es ist irgendwie ein bisschen merkwürdig, wenn der Helm immer mal drauf ist und dann wieder weg ist in den Zwischensequenzen. Naja gut, was soll's. Okay, damit sind wir jetzt auch im Loch und jetzt geht's sowieso ums Überleben für uns. Wir müssen uns ja irgendwie wieder rauskämpfen. Vor uns! Ich seh's. Grant, hier liegt die Leiche eines Kundschafters. Ist schon ein paar Tage tot. Ach ja? Wer eine Waffe hat, mitnehmen. Da brauchst du ihn nicht mehr. Ein Flammenwerfer. Oh, den habe ich sogar dabei jetzt. Hohohoho. Ist das ein Netz? Sieht aus. So, ich versuche erstmal ein bisschen mit Biotik das Ding einzureißen. Oder so, das ist auch eine Idee. Gut. Dann kann ich mir die Munition des Flammenwerfers nämlich erstmal sparen. Für größere Ziele. Okay, ich glaube, ich muss hier runterspringen. Es hilft ja nichts. Okay. Zusammenbleiben. Man kann hier leicht getrennt werden. Stimmt. Alle bereithalten. Jetzt wird's, glaube ich, ernst. Hat hier irgendjemand gesehen? Bestätige. Das waren die kleinen Viecher, die auch schon auf Tuchanka aus den Bäuchen. Oh shit. Aus den Bäuchen der Viecher gekommen sind. Ich sehe etwas. Ja, was ist das? Ich mach erstmal die Netze weg überall. Oha. Shepard. Wir müssen vorsichtig sein. Sie sind gefährlich. Ich glaube, ich mach mal alles weg, was hier irgendwie uns gefährlich werden könnte. Das kann nicht schaden. Nicht, dass die uns dann in den Rücken fallen. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, ob das irgendwie von Bedeutung ist oder nicht. Aber ich mach's lieber mal. Vorsicht ist besser als Nachsicht. 5 Euro ins Straßenschwein. So, kommen wir hier hoch? Ja. Diese Kabel, Shepard. Reaper-Technologie. Vielleicht. Ich wollte gerade sagen, das sieht schon merkwürdig aus. Das klingt nicht so, als ob die Rachni hier tatsächlich sind, beziehungsweise als ob sie in ihrer normalen... Was ist denn das hier? Warum kann ich das Ding hier nicht vernichten? Als ob sie in ihrer normalen Form hier sind. Machen wir es halt mal so. Denn wir haben ja auch schon auf Tuchanka eben diese... Warum treffe ich das denn nicht? Oha, siehst du mal. Da wirst du gleich angegriffen von diesen Dingern. Ich treffe das irgendwie nicht, das ist seltsam hier. Aber ist halt so. Wer zerstört denn meine Schilde hier? Ist ja nicht zu fassen. Okay, noch ein bisschen mehr für die Firestorm. Ach, die ist, ach so, ich werf die weg, wenn ich die ablege oder zur Seite packe. Das ist ja interessant. Gut zu wissen, das habe ich vorhin gar nicht mitgekriegt. Okay, wenn die in regelmäßigen Abständen hingelegt werden, werde ich die auch mal ein bisschen mehr benutzen. Und das sind die indoktrinierten Rachni. Ja, ja, ich merke schon. Oh shit, ich habe noch die falsche Waffe hier. Kann ich denn den da hinten mal anvisieren? Das wäre geil. Oh, willst du mich verarschen? Oh, 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 was ist denn hier los? Ach so, na klar. Ich habe mich schon gewundert. Das war irgendwie schon so, als ob ich tot bin. Und dann hat er doch noch weiter gekämpft. Das war gerade ein bisschen ungünstig. Okay, dann müssen wir es halt anders machen. Wieder auf die offensive Tour. Ich werde mir erstmal den Rachni-Typen vornehmen. So. Da haut unser Blutbad schon ganz gut rein, ne? Das funktioniert. So, dann sollten wir wahrscheinlich mal... Die wir auf Tuchanka gesehen haben, Commander. Verstanden. Ja, ich weiß. Anwesenheit von Rachni bestätigt, modifiziert und sehr gefährlich. Endlich was zum Umlegen. Hier ist noch nichts. Hab ein Kroganer durch ein Schlundloch verloren. Oh. War keine gute Route. Das Brutgebiet muss hier sein. Die Reaper beschützen etwas von großer Bedeutung. So, ich glaube, bei den Dingen muss man aufpassen, weil die einen Explosionsradius haben, wenn die zermatscht werden. Kann das sein? Gut, irgendwie war hier gerade in dem Kampf, als ich gestorben bin, ein Schildgenerator. Der war jetzt aber weg, seltsamerweise. Ich weiß nicht, was da war. Aber na gut.
Frage. Die Reaper waren hier. Sehe ich auch so. Finden wir raus, warum. Steckt hier ein Reaper-Bein im Boden oder was ist das? Das sieht aus, als ob hier ein Reaper sich versenkt hätte und dann abgebrochen ist oder so. Seltsam. So, das ist doch schön. Lass das mal ein bisschen zerplatzen hier. Matschen wir mal ein bisschen rum. So, das Ding können wir so weghauen. Und weiter geht's. Blockieren, Shepard. Wir könnten mal wieder einen toten Kroganer gebrauchen. Muss ich irgendwie öffnen lassen. Was ist das? Siehst du mal. Okay. Sonst hat der Kroganer auch nichts für uns. Ein Reaper-Knoten. Sehr gut. Ach, sieh mal an. Achtung! Unser Ausgang ist versperrt. Was? Dann müssen wir wohl einen anderen Weg suchen. Na los! Was war denn jetzt los? Shepard, klang gar nicht gut. Einsturz, wir sind okay. Gut, ich hätte sie ungern ausgegraben. Das war seltsam. Ja. Also ich nehme an, normalerweise hätte da irgendein Einsturz geschehen sollen. Hätten wir wahrscheinlich irgendwas sehen sollen, aber... Na, dem war dann halt wohl nicht so. Gut. Ich glaube, der Flammenwerfer ist auch genau dazu da, diese Dinger zu zerstören. Was haben Sie gefunden? Schwerer Angriff. Der Anführer hat befohlen, Waffen tief in die Höhlen hineinzubringen. Er wusste, dass das nächste Team Hilfe brauchen würde. Wir sind gestorben, damit wir eine Chance haben, zur Zentralkammer zu kommen. Los! Tja, das macht halt Kroganer auch aus, ne? Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu nah an den Dingern dran bin. Okay. Läuft! Irgendwie treffe ich die nicht mehr. Am Anfang ging das, ne? Mit dem Blutbad, da konnte ich das treffen, aber jetzt nicht mehr. Na gut, was soll's. Stoßen wir weiter vor. Und noch mehr Sporenkapseln. Das ist echt vollgestopft hier alles damit. Nicht sehr schön. Gibt's hier was? Nee. Okay. Ja, komm. Es ist nur ein Husk. Du hast ihn gleich dematerialisiert, also kein Ding. Da müssen wir jetzt kein großes Fass aufmachen. Mann, diese Dinger nerven wie Sau. Machen wir das Netz weg? Was gibt's denn hier? Toter Kroganer. Sieht aus wie eine letzte Nachricht. Sie soll an eine Asari namens Erebor auf der Citadel übergeben werden. Oha. Ich glaube, das ist die, die in den Botschaftsbezirken an dem Stand mit war, wo Joker auch rumstand, beziehungsweise Evie, glaube ich, rumstand. Gleich nebenan dort. Die hatte nämlich, glaube ich, gesagt, dass sie einen Kroganer als Ehemann hat. Tja, da haben wir wahrscheinlich wieder einen Nebenauftrag, den wir erfüllen müssen. Okay, Moment, ich verbrate mal kurz noch das, was wir haben. Haben wir hier noch irgendwo? Nee. Ich hätte das jetzt gerne auf irgendwelche Eier angewandt, aber gibt's halt keine mehr. Na gut. Ich glaube, wir kommen unserem Ziel langsam näher. Wahrscheinlich ist die große Brutkammer nicht mehr allzu weit weg. Ein großer Bereich, Commander. Das riecht nach Ärger. Oh ja, das riecht nach einem großen Kampf. Lass mal gleich in Deckung gehen hiervon. Es kann nicht schaden. So. Dieser Barrierenmotor, wo ist denn der? Jetzt muss ich mal... Ach shit, ich habe ja immer noch die Waffe in der Hand. Ja, gib mal Ruhe hier drüben. Kann ich den denn nicht angreifen mit dem Sturmangriff? Oh, gehen wir gleich hier in Deckung. Haben wir hier hinten einen? Ah, hier ist einer, okay. So, diesen... Oh, warte mal. Es läuft gerade nicht, tut mir leid. Ich versuche die ganze Zeit irgendwie mit einem meiner Skills diesen Barrierenmotor anzugreifen, aber ich habe nichts. Das heißt, ich werde wahrscheinlicherweise mal... Komm, dann machen wir das jetzt mal so.
dass Liara mit dem Warp und Javik mit dem dunklen Kanal da drauf gehen. Das ist vielleicht die beste Variante. So, da haben wir das Ding gleich weg. Und ich werde direkt mal auf den Rachni-Typen losgehen. Mist. Muss ich natürlich auch treffen. Contenance, meine Freunde. Weiterhin Druck machen. So. Der Verwüster ist weg. Und du hältst auch die Klappe. Was war das denn? Ach, das war die Granate. Aha. Kannst du mal sehen. So, weg mit dir. Und ich komme mal bei dir drüben mitspielen. Ja, geh über baden, genau. So, haben wir jetzt erstmal die Ruhe. Oh, schon wieder so ein Ding. Leute, Angriff bitte. Dankeschön. Und damit ist auch der Kannibale weg. Unten bleiben, sie darf sie nicht anvisieren. So, der wäre hinüber. Mit dem Blutbad geht das ganz gut. Also, es ist wirklich ganz gut, dass ich das Blutbad noch als zusätzlichen Skill habe. Ansonsten könnte das hier wahrscheinlicherweise recht schwierig sein. So. Haben wir ein bisschen Ruhe? Wie sieht's aus? Scheint das mal ein bisschen stille zu sein jetzt. Na. Gut. Weiter geht's. Also, insofern ich rausfinde, wo weiter ist. Momentan weiß ich es noch nicht so richtig. Da nehmen wir noch ein bisschen was für die Schrotflinte mit, das ist in Ordnung. Für diejenigen, die die Schrotflinte auch benutzen, dann